Herzlich willkommen hier beim Rudermisten. Heute befassen wir uns mit dem NR-43, also mit dem Speer- und Aufklärermesser 1943, welches das NR-40 ablösen sollte. Das NR-43, zu Deutsch Kundschaftermesser oder Speer- und Aufklärermesser. Es wurde als Verbesserung aus dem NR-40 entwickelt. Zwar sollte es 1943 eingeführt werden, Quellen erwähnen es aber erst zu Kriegsende, wo es in sehr geringer Stückzahl zu Testzwecken ausgegeben wurde. Es trug den Spitznamen Kirsche, welche von der Herstellermarke auf der Klinge kam. Dieses bestand aus dem kyrillischen R, welche im Schriftsatz des Herstellers wie eine Kirsche am Stiel aussah. Das NR-43 ist noch heute in der russischen Armee im Gebrauch. Schauen wir uns das Messer an. Es hat eine Gesamtlänge von 27 cm, davon 15,8 die Klinge und 11,2 cm der Griff. Die Klingenstärke ist 2,6 mm und die Klingenbreite 2,2 cm. Zu den Verbesserungen gegenüber des NR-40. Der glatte Holzgriff des NR-40 splitterte leicht und so entschied man sich für einen schlagfesten Kunststoffgriff, welcher zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs und danach aber noch in Grün gehalten war. Dieser war spindelförmig und mit Drillen versehen für einen besseren Griff. An der Griffunterseite befand sich eine Metallverstärkung, mit der man wuchtig zuschlagen konnte. Die Parierstange war nun nicht mehr S-förmig gebogen, sondern gerade und oval gehalten. So war sie für alle Grifftechniken geeignet und das Messer an sich universeller. Und die Scheide wurde nun komplett aus Leder gefertigt und hatte einen Sicherungsriemen für das Messer. So wurde aus dem NR-40, welches zwar ein beliebtes Messer war, ein noch schöneres und ein noch gebräuchlicheres Messer und vor allen Dingen ein deutlich robusteres Messer geschaffen, welche, wie schon erwähnt, noch bis heute Einsatz findet. Ich hoffe, das Video über das NR-43 hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.